Once to Watch. In dieser Woche mit Stefan Leiner, der für Gladbach zurück auf dem Platz ist, der deutschen Mixed-Hoffnung Zverev Siegemund im Tennis und Lena Dörr, die im Slalom-Weltcup endlich wieder nach ganz oben will. Den Krebs besiegt, das Comeback geglückt. In einer durchwachsenen Gladbach-Saison gibt es zum Jahreswechsel zumindest eine richtig gute Nachricht. Stefan Leiner ist zurück auf dem Platz. Nach der Diagnose Lymphknotenkrebs im Sommer, der Österreicher mittlerweile genesen, seit November zurück im Mannschaftstraining und im ersten Test des Jahres direkt mit Torvorlage gegen die Go Ahead Eagles aus den Niederlanden. Vielleicht eine Initialzündung für Borussia Mönchengladbach 2024. Sie könnten sie jedenfalls dringend brauchen. Nach eigener Aussage fühlt er sich nach den ersten 30 Minuten im Gladbach-Trikot bereit für die Saison, fit mit Vorlage und bereit, Skelly und Co. auf der rechten Seite Konkurrenz zu machen. Vielleicht auch schon am Sonntag, wenn zum Auftakt mit dem VfB Stuttgart direkt der erste Härtetest wartet. Für Stefan Leiner wäre es das erste Bundesligaspiel nach über 7 Monaten. Und Gerardo Seoane könnte ihn in alter Form und Gesundheit auch ganz gut gebrauchen, denn in den Wochen danach folgen Augsburg, Leverkusen und die Bayern. Ein Hauch von Wochen der Wahrheit für Borussia Mönchengladbach, aktuell im Niemandsland der Tabelle. Wo geht es hin? Sind sie das neue Traumduo des deutschen Tennis? Alexander Zverev und Laura Siegemund. Das Mixed-Doppel, das Deutschland zum ersten United-Cup-Titel der Geschichte führt. Im Viertel-, Halbfinale und Endspiel sorgen die beiden jeweils für die entscheidenden deutschen Punkte. Im Finale schlägt Siegemund Zverev, Hubert Hurkacz und die Nummer 1 des Damentennis Iga Świątek zum 2:1-Sieg über Polen. Schwarz-Rot-Gold beim Comeback von Angelique Kerber mit dem Titel. Zudem Sascha Zverev mit starker Frühform, mit Siegen über Tsitsipas und Hurkacz, die deutsche Nummer 1 bereit für den ersten Grand Slam des Jahres, wenn am Sonntag die Australian Open beginnen. Ein neuer Anlauf für den Deutschen auf dem Weg zum ersten Grand Slam-Titel. Neues Jahr, alte Konkurrenten, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic natürlich Top-Favoriten. Aber vielleicht gibt es ja auch noch die Möglichkeit, in der Mixed-Konkurrenz an den Start zu gehen. Die Chancen auf einen Grand Slam-Titel für das Duo Zverev-Siegemund stehen da wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder ganz oben steht. Lena Dörr, Dauergast auf Rang 2 im Slalom-Weltcup. Nach dem Ausscheiden in Courchevel kurz vor Weihnachten folgt Platz 2 in Lienz und am vergangenen Wochenende die Münchnerin erneut nur von einer geschlagen. Dieses Mal nur hinter Petra Vlhová. Trotzdem Lena Dörr weiter Slalom-Weltklasse. Zum Ende des vergangenen Winters nach langem Warten der erste Slalom-Weltcup-Sieg in Spindlermühle. Seitdem dreimal Zweite, einmal Dritte, einmal Vierte. Die 32-Jährige auf Augenhöhe mit Michaela Schifrin und Petra Vlhová. Und mit dieser Konkurrenz vielleicht auch eine Kandidatin für den Slalom-Gesamtweltcup. Zur Winterhalbzeit noch auf Platz 3. Es folgen allerdings noch 5 weitere Slaloms in dieser Saison. Nächste Station der Nachtslalom in Flachau, mit dem Lena Dörr nach Rang 3 im Feuer auch noch eine Rechnung offen hat.